Frankfurt am Main, die Stadt der Banken und Versicherungen, aber auch eine Stadt, in der Drogen und Sucht schon lange zum alltäglichen Bild gehören. Und genau hier ist eine Schule entstanden, die sich um Menschen mit einer Suchtproblematik kümmert und ihnen Perspektiven eröffnet. Das Bildungszentrum Hermann Hesse, die Schule für neue Chancen. Der Schultag beginnt meist auf dem Schulhof. Und von dort nehmen wir Sie heute mit auf einen Rundgang durchs BZH. Wer sich hier bewirbt, nimmt zuerst Kontakt zu unseren Sozialarbeiterinnen und Sozialarbeitern der Beratungsstelle am BZH auf. Hier erhalten die Bewerberinnen und Bewerber Unterstützung bei der Beantragung der Kostenzusage. Über ihre gesamte Schulzeit hinweg und häufig auch darüber hinaus sind die Sozialarbeiterinnen und Sozialarbeiter Anlaufstelle bei Fragen und Problemen oder auch einfach mal so. Das Spektrum ist groß. Es geht bei diesen Beratungsgesprächen um Sucht, um psychosoziale Krisen, um Schule, um Finanzen, Wohnungssuche, Freizeitgestaltung, Beziehungsprobleme und nicht zuletzt um berufliche Orientierung. Nach der Aufnahme bereiten sich die Schülerinnen und Schüler in der Eingangsstufe auf ihren Besuch in den weiterführenden Klassen vor. Hier kann man bei überschaubarem Fächerangebot und ohne Notendruck stressfrei Defizite aufarbeiten, in Gruppen und Einzelgesprächen seinen Platz in der Schule finden und bei Ausflügen und Neigungsgruppen soziale Kontakte vertiefen. Das BZH ist deutschlandweit die einzige Schule, an der Menschen mit einer Sucht bzw. anderen psychischen Erkrankungen ihren Schulabschluss nachholen können. Und zwar jeden in Deutschland möglichen. Den Hauptschulabschluss, den Realschulabschluss, die Fachhochschulreife, schulischer Teil oder das Abitur. In der Hauptschulgruppe, die zur Eingangsstufe gehört, haben die Schülerinnen und Schüler 1 bis 3 Jahre Zeit, ihren Abschluss zu machen. Nach der Eingangsstufe geht es, abhängig von den Ergebnissen des vorherigen Schulbesuchs, entweder in der Realschule, in der Klasse 9 oder 10, beziehungsweise in der gymnasialen Oberstufe, in der Einführungsphase oder Qualifikationsphase weiter. In kleinen Klassen von 8 bis 12 Schülerinnen und Schülern ist ein intensiver Unterricht möglich, sodass eine optimale Vorbereitung auf den angestrebten Schulabschluss gewährleistet ist. Während der gesamten Zeit erfolgt parallel zum Unterricht die Betreuung durch die Schulsozialarbeit, die eingebunden ist in den Suchthilfeverbund des Trägervereins JJ. Unsere Schülerinnen und Schüler sind zwischen 16 und 35, der Altersdurchschnitt liegt bei 24 Jahren. Mit rund 100 Schülerinnen und Schülern sind wir eine relativ kleine Bildungseinrichtung. Als staatlich anerkannte Privatschule erfüllen wir aber alle Voraussetzungen der vom Kultusministerium vorgegebenen Lehrpläne, Lerncurricula sowie Bildungsstandards. Und wir nehmen alljährlich an den zentralen Abschlussprüfungen des Landes Hessens teil. Circa 2/3 unserer Schülerinnen und Schüler geben Cannabis als Hauptdroge an. Aber auch andere Substanzen wie Opiate, Amphetamin, Kokain und natürlich Alkohol sind, wenn auch in deutlich geringerem Maße, vertreten. Wer sich mit Sucht beschäftigt, weiß, dass Rückfälle immer wieder Thema sind. Ein Rückfall bedeutet bei uns keine automatische Kündigung des Schulvertrages. Es werden vielmehr Gespräche geführt, Urinkontrollen genommen. Es wird nach geeigneten Maßnahmen geschaut, wie Abstinenz und Stabilität wiederhergestellt werden können, um das eigentliche Ziel, den angestrebten Schulabschluss, zu erreichen. Und wie wurde das BZH zu der Schule, die sie heute ist? Seit der Gründung 1971 ist viel Zeit vergangen. Protest und die Suche nach freien Lebensformen prägen die späten 60er und frühen 70er Jahre. Drogenkonsum wird zum Ausdruck libertärer Lebensentwürfe. Nach Cannabis und LSD hält Heroin Einzug auf dem Frankfurter Drogenmarkt mit massiven Folgen für die Betroffenen. Viele Jugendliche suchen Ausweg aus der Sucht und dabei Unterstützung.
Das Haus der Volksarbeit hat die initiale Idee. Schulabschlüsse sollen, neben Entgiftung und therapeutischen Maßnahmen, eine erfolgreiche Rehabilitation ermöglichen. Daraufhin wird 1971 eine Schule gegründet. Ihren Namen hält sie von ihren Schülerinnen und Schülern, die Hermann-Hesse-Schule. Anfangs findet der Unterricht noch sehr provisorisch und familiär in einer Wohnung in Bockenheim statt. Später geht es dann in die Mathildenstraße nach Oberrat. Schon 1973 wird die Schule staatlich genehmigt und 1974 als Reha-Einrichtung anerkannt. Träger ist der Verein Jugendberatung Jugendhilfe in Frankfurt. Die Zustände auf der offenen Heroinszene in der Taunusanlage in Frankfurt sind katastrophal. Frankfurt entscheidet sich mit dem Frankfurter Weg gegen Repression und für sozialpolitische Hilfeangebote. Der überwiegende Teil der Schülerinnen und Schüler der Hermann-Hesse-Schule hat bereits Erfahrung mit Heroin gemacht und geht nun neue Wege. 1984 wird die Jugend- und Suchtberatungsstelle an der Hermann-Hesse-Schule eingerichtet und vom Landeswohlfahrtsverband und vom Drogenreferat der Stadt Frankfurt finanziert, um den Schülerinnen und Schülern auf ihrem Weg zu einem Schulabschluss qualifizierte psychosoziale Betreuung zu ermöglichen. Die Hermann-Hesse-Schule gewinnt bald an Zulauf. Um der Nachfrage gerecht zu werden, wird eine frühere Druckerei im Heinerweg 98 zur Schule umgebaut. 1986 wird sie bezogen. Im Jahr 1992 wird die Hermann-Hesse-Schule staatlich anerkannt. Damit verbunden ist die Namensänderung zum Bildungszentrum Hermann-Hesse. Denn das Kultusministerium genehmigt einen neutralen Schulnamen, der von nun an auf den Abschlusszeugnissen zu finden ist. Dieser soll einen Rückschluss auf die Suchtvergangenheit verhindern. Während die Belegung zu Beginn der 90er Jahre zunächst zurückgeht, steigt sie zum Ende des Jahrzehnts rasant an. Überbelegung und lange Wartelisten gehören zum Alltag. Die kleinen Klassenzimmer bieten oftmals noch nicht einmal genügend Sitzplätze für alle Schülerinnen und Schüler. Das Hinterhaus wird zum Haus für betreutes Wohnen. 1992 bekommt das BZH endlich sein eigenes Café mit günstigen Essensangeboten. Es entwickelt sich schnell zur sozialen Drehscheibe der Schule. Mitte der 90er Jahre besuchen die ersten Schülerinnen und Schüler mit Substitutionsbehandlung die Schule. Die anfängliche Skepsis weicht schnell der Normalität. Das BZH wandelt sich, kommt im neuen Jahrtausend an und hält doch immer am Grundkonzept fest, dem wertschätzenden Umgang mit seinen Schülerinnen und Schülern. Die Konsummuster verändern sich stetig. Heroin als Hauptdroge ist auf dem Rückzug. Amphetamine, Ecstasy und zunehmend Cannabiskonsum stehen im Mittelpunkt. Und auch nichtstoffliche Sucht gerät stärker in den Blick. Im Jahr 2005 wird der 1000. Schulabschluss am BZH gefeiert. Diese Schlagzeile der FAZ zeigt, um was und wie es den Schülerinnen und Schülern im BZH geht. Die Öffentlichkeitsarbeit wird stark intensiviert. Ein Filmbeitrag bei Spiegel TV erhält über 1,4 Millionen Klicks. Im Jahr 2013 wird die flexible Hauptschulklasse eingerichtet. In der Folge steigt die Anzahl der Hauptschulabschlüsse am BZH. Die Projekte werden mehr und größer. Komorbide Störungen, psychische Erkrankungen spielen eine immer bedeutendere Rolle. Die Digitalisierung nimmt Fahrt auf. 2019 werden erstmals eine Schulsprecherin und ein Schulsprecher gewählt. Die SV schaltet sich aktiv in das Leben am BZH ein. 2020 wird der 1500. Schulabschluss verliehen. Und heute? Wir blicken zurück auf 50 Jahre, ein halbes Jahrhundert. Ein langer und interessanter Weg einer etwas anderen Schule. Und auch in Zukunft wird das Bildungszentrum Hermann-Hesse für junge Erwachsene eine Schule für neue Chancen bleiben. Ich habe ja hier jetzt schon sowohl Hauptschule als auch Realschulabschluss gemacht. Und man wird hier halt optimal unterstützt, um seine Ziele zu erreichen. Ich habe auf jeden Fall am BZH gelernt, meinen Tag zu strukturieren. Ich komme inzwischen sehr zuverlässig jeden Tag in die Schule. Das war am Anfang noch äußerst schwierig. Da gab es auch Tage und Wochen, wo ich nur sehr sporadisch oder auch gar nicht gekommen bin. Und
das ist inzwischen so in meinen Tag integriert, dass das kein Problem mehr darstellt. Am besten gefällt mir am BZH, dass wir nicht so viele Schüler auf der Schule sind und somit auch die Klassen nicht so überfüllt sind und auch die Lehrer sich auch intensiver um Schüler so näher eingehen können. Die Lehrer nehmen sich wirklich Zeit, gehen auf die Fragen ein, die ich habe. Und wenn ich auch mal irgendwie ein Problem habe mit meinem ADHS oder sonstigen, kann ich das einfach mit dem Lehrer kommunizieren, kann kurz rausgehen. Und das war mir halt alles an öffentlichen Schulen überhaupt nicht möglich. Ich finde, hier wird sehr viel auch daran getan, diesen Konkurrenzkampf, den man häufig beobachtet bei Schulen, halt auch ein bisschen außen vor zu lassen und die individuellen Fähigkeiten der einzelnen SchülerInnen halt zu fördern. Man hat hier halt einfach auch gute Möglichkeiten, auch was, ich sag jetzt mal, einen Rückfall oder so betrifft. Du wirst halt nicht direkt rausgeschmissen oder so. Da wird auch intensiv nach einer Lösung geguckt. Und das ist halt auch gut, wenn du halt rehabilitiert werden möchtest, dann passt das eigentlich auch schon gut. Ich fühle mich hier einfach wohl, ich fühle mich hier gut aufgenommen. Ich weiß genau, egal welches Problem bei mir ansteht, ich finde hier immer jemanden, mit dem ich darüber reden kann, der mir dabei helfen kann. Ja. Das BZH bedeutet für mich Sicherheit. Das BZH bedeutet für mich Offenheit. Das BZH bedeutet für mich eine Form von Familie, Freundschaft und auch irgendwo eine Form von Zuhause. Das BZH bedeutet für mich mehr als eine normale Schule. Es ist auf jeden Fall eine Riesenchance, die ich bekommen habe, da ich trotz meines Alters wahrscheinlich noch auf eine Regelschule hätte gehen können, da aber höchstwahrscheinlich untergegangen wäre. Ist für mich viel, viel mehr wert, als ich es in Worte fassen kann.